als nächstes müssen wir die Rumpflänge ablenken. Dazu brauchen wir noch mal ein bisschen Krepp. So, ich mache die meistens fünfhundertsiebzig bis Vorderkante Seitenruder. 570 Seitenruder. So. Das Seitenruder wird nachher der Bereich. Den klemmen wir nachher in den Rumpf ein. Das heißt, ich kann jetzt zurückmessen. 60 mm. Und da schneiden wir den Rumpf ab. So, das heißt, wir haben von Flächenende bis Vorderkante Seitenruder 570 mm. 600 mm für Anfänger. Das ist auch sehr gut. Also, wenn man 600 nimmt für Anfänger, das ist auch okay, weil der Rumpf dann besser führt oder das Seitenruder besser führt. Aber wer schon ein bisschen werfen kann, es geht auch bis 550 mm runter. Aber 570 ist für den Girlie 6 eine gute Sache. So. Nun sägen wir hier den Rumpf nochmal ab. Norbert hatte eben ein kleines Problem mit seiner Kamera. Also wir haben hier den Rumpf hinten auf die richtige Länge abgesägt. Ich habe hier schon unseren Pylon, habe ich die Kanten noch ein bisschen abgerundet, damit er hier schön flächig drauf sitzt. Ja. So, dann habe ich hier jetzt einen Tesastreifen, die Mitte vom Seitenruder ausgemessen, Streifen drauf, mit dem Rumpf draufgelegt. Unser Rumpf geht nachher bis hierhin und unser Rumpf wird quasi bis dahin hinten nur geschlitzt. Das hat den Vorteil, früher hat man das immer ganz reingeschoben, das Seitenruder, aber das hat den Vorteil, dass der Rumpf nicht so schnell aufspaltet. Wenn man das bis hier vorne aufnimmt, dann ist hier so wenig Material, dass quasi links und rechts meistens die Rümpfe irgendwann gebrochen sind. Aber so hält das eigentlich ziemlich lange. So, das heißt, wir schneiden jetzt hier mal eben das Höhenruder aus, Seitenruder aus, Entschuldigung. Hier kann man auch sehr schön sehen, dass das Seitenruder profiliert ist. Ja, hier ein bisschen. Oh ja. Da hat der Meister aber ein bisschen schlecht ausgeschnitten. Ne? Da hat ein bisschen viel Luft gelassen. Aber ist ja mein Flieger, ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt werden wir hier oben schneiden soll. So, jetzt gehen wir noch mal einmal in die Säge hier. Man kann das auch mit einem Dremel machen, das ist egal.
Zahnarztbohrer hier. Schon mal ganz gut. Noch mal hinbiegen. So, jetzt müssen wir den Bereich das Leitwerk kommt bis dahin. Das heißt, in diesem Bereich hier vorne müssen wir einmal schleifen, da wo mein Daumen ist. Und zwar für den So, da ich meine Leitwerke immer ganz anklebe und keine Schrauben reinmache, schleife ich unten auch noch an, da kommt nachher noch so eine Angstlasche rum. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. So, da ich das Leitwerk noch nicht fertig habe, machen wir einen ganz kleinen Trick. Und zwar klebe ich das erstmal mit doppelseitigem Klebeband auf. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Achso, sollte man hier nochmal die Mitte anzeichnen. Ne? Was war das da? 330. Das sind dann 165. Das ist ja erstmal da. So, jetzt schrauben wir den ganzen Kram wieder zusammen.
Na, aber jetzt gehen wir nach nebenan. Dann brauchen wir irgendwie 40 mm. So, was jetzt wichtig ist, dass der Flügel wirklich beidseitig auf dem Tisch aufliegt. Wenn ich jetzt auf diese beiden Klötze mein Höhenleitwerk setze, ist hier ungefähr ca. 10 mm Abstand zwischen Seitenruder und Ruder und kann jetzt eigentlich mein Höhenleitwerk so aufkleben. Ich habe das dann wirklich genau in der Flächengeometrie. So, was brauchen wir? Schwarz. Joghurtbecher. Ob man da jetzt 24 Stunden Harz nimmt und so lange warten will oder nicht, da ich immer noch eine Angstflasche nachher darum mache. Um den Pylon oder? Um den Pylon. Ich mache das einmal rum und lege das sogar noch hier ganz klein bisschen auf das Höhenleitwerk drauf, genauso hier ums Seitenruder links und rechts. Dann habe ich wirklich eine Verbindung, die lange hält. Man könnte jetzt hier auch noch in den Pylon Muttern einkleben vorher. Aber ich habe vorhin das mal gewogen. Das sind locker mal eben gute 2 Gramm, die man mit Schraube hinten wieder anbringt. Und man müsste auch hier noch 2 Powerpoints reinmachen. Bringt wirklich viel Gewicht. Ob das sein muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Setzen, das glaube ich besser. Da holen wir noch mal eben eine Klammer. So. Genau. So. Ja. Als nächstes können wir unser Seitenruder. Das steht jetzt hier hinten über. So, man sollte ja eigentlich das Seitenruder 0,6 Grad außer Richtung setzen. Ich mache das so gut wie nie. Ganz ehrlich, kann man. Aber bemühe mich immer, klappt aber auch nicht immer.
So, warten. Pause machen. So, oder wie? Oder was? Oder so? Aber ich muss ja meinen Bauch einziehen. Sind meine Haare auch nicht zu Berge wieder? Letztes Mal hat meine Frau sich beschwert, meine Haare standen so zu Berge. So. Könnten fast fliegen gehen, aber nur fast. Aber ich habe das Leitwerk leider noch nicht ausgenommen. Und wir müssen auch noch ein Draht einziehen, das ist auch kein Problem. Und hier kommt noch eine Angstlasche drüber, hier über das Seitengitter. Auf beiden Seiten. Genauso mache ich hier auch über den Pylon noch eine Angstlasche bis aufs Höhenleitwerk, weil ich klebe die Höhenleitwerke immer fest. Da habe ich eine gute Erfahrung mitgemacht. So, wie ihr seht, relativ einfach. Alles im Lack. Super. Na, Digga. Blödsinnmacher.